Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Normalerweise wäre heute das Training für Arme, seitliche Schulter und vielleicht auch Hamstrings dran. Aber ich habe nach dem letzten Training einen Tag länger Pause gemacht, weil ich wirklich im gesamten Körper Muskelkater hatte. Deshalb werde ich das Armtraining und das Rückentraining einfach zusammenlegen. Und da jetzt heute Wochenende ist und ich tatsächlich nichts geplant habe, dachte ich mir, mache ich heute mal einen Full Day of Eating. Heißt, ich zeige alles, was ich heute esse, jede Mahlzeit und auch wie ich das zubereite. Es wurde ja vor ein paar Tagen nach etwas Essenscontent gefragt und ich denke, das wird dem Ganzen gerecht. Und damit fangen wir jetzt auch direkt an. Ich bin so ungefähr vor einer Stunde aufgestanden, habe jetzt auch schon ziemlich Hunger und mache mir jetzt eben gerade die erste Mahlzeit fertig. Dann gibt es jetzt einfach zwei Baguettebrötchen mit einer Scheibe Käse drauf. Das Ganze kommt dann jetzt für 10 Minuten in den Ofen bei so 200 Grad ungefähr. Und in der Zeit mache ich dann das Rührei fertig. Das besteht aus 4 Eiern und ein paar Gewürze. Dann nehme ich einfach Salz, Pfeffer und ein bisschen Petersilie. Und ja, das ist dann das gesamte Frühstück. Das Essen wäre dann jetzt soweit angerichtet. Ich habe auf die Brötchenseiten ohne Käse, wollte ich eigentlich Erdnussbutter und diese vegane Schokocreme drauf machen. Problem ist, die ist halt leider jetzt komplett leer. Also ich habe versucht, da so viel noch rauszukratzen, wie es geht. So ein bisschen was ist noch drin, aber es hätte jetzt halt eh für die letzte Hälfte nicht mehr gereicht. Deswegen gibt es jetzt eine Hälfte mit Schoko und Erdnuss und die andere einfach nur mit Erdnussbutter. Die Hälften mit dem Käse esse ich dann halt mit dem Rührei zusammen und dazu einfach ganz normal Wasser. Die Nährwerte blende ich wieder am Ende ein, so wie ich das immer mache, in der dann jede Mahlzeit aufgelistet ist mit den zugehörigen Makronährstoffen. Also dann, ich esse das jetzt eben schnell auf und dann sehen wir uns in 2 Stunden wieder zur nächsten Mahlzeit. Ich bin jetzt eben gerade vom Einkaufen wiedergekommen und ich liebe ja diese Ben & Jerry's Eisbecher. Das Problem ist aber, wenn ich die mal kaufe, dann müsste ich halt eigentlich eher die laktosefrei nehmen, also die vegan, und da kostet ein Becher mittlerweile knapp 8 Euro und das ist mir einfach viel zu viel. Heute im Lidl habe ich gesehen, dass die auch solche Becher haben von der Eigenmarke, ist glaube ich auch 500 Milliliter drin. Ja, sind auch 500 Milliliter drin, beziehungsweise 400 Gramm. Das Geile ist, ist sogar meine Lieblingssorte, Peanut Butter. Und das Ganze noch vegan, habe ich vorher noch nie gesehen, ich werde es jetzt mal probieren. Der Becher hat übrigens 2,80 Euro gekostet, also wirklich viel günstiger als das Original. Okay, also ist auch schon mal randvoll. Oh, das war nicht so viel. Der Geschmack ist in Ordnung, schmeckt nicht ganz so intensiv, aber ich sag mal so, für ein laktosefreies, vor allem für ein veganes Eis, finde ich schon wirklich sehr lecker. Und dann noch für den Preis, also echt super. Bei den Nährwerten habe ich jetzt halt keinen Vergleich, ich weiß nicht, was Eis so normal hat, aber hier hat 100 Gramm 260 Kalorien, 14 Gramm Fett, 30 Gramm Kohlenhydrate und 3 Gramm Eiweiß. Also keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie gut ist oder schlecht, das heißt, der ganze Becher hat einfach mal fast 1000 Kalorien. Denke, da werde ich heute Abend noch ein bisschen was von essen, aber jetzt gibt es erstmal die Pre-Record-Mahlzeit. Ich wollte mir eigentlich wieder einen Shake machen, aber das Problem ist, die Bananen sind noch, ja, noch nicht so richtig reif, halt noch relativ grün. Dafür schmecken die Bananen aber, finde ich, ziemlich gut im Porridge. Deswegen mache ich mir jetzt 150 Gramm Haferflocken, schneide die Bananen in kleine Stücke, mache das Ganze dann in eine Schüssel rein. Zum Schluss noch ein bisschen kochendes Wasser und fertig ist die Pre-Record-Mahlzeit. Was auch noch ganz gut schmeckt, wenn man da ein paar Schokostückchen mit reinsteckt. Dann nehme ich am liebsten Zartbitter, aber je nach Geschmacksrichtung, wenn man Vollmilch lieber mag, geht auch das. Mit weißer Schokolade habe ich noch nie ausprobiert, also keine Ahnung, wie das schmeckt. Aber für mich kommt eh nur dunkle Schokolade in Frage, weil die halt laktosefrei ist, zumindest die meisten. Ich habe jetzt Zartbitterschokolade mit Mandeln verwendet. Auch aus dem Lidl kostet, ich glaube, knapp 80 Cent, sind 100 Gramm drin. Und das Gute ist, die ist auch laktosefrei. Und ich finde vom Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich ziemlich gut. Der Teller ist jetzt ziemlich voll. Normalerweise nehme ich immer Schüsseln dafür. Die sind jetzt aber beide in der Spülmaschine. Die habe ich bis jetzt noch nicht angemacht. Musste gerade nur beim Umrühren ein bisschen vorsichtig sein, aber ansonsten geht es halt auch. Das ist ja, wie gesagt, jetzt meine Pre-Workout-Mahlzeit, die esse ich jetzt eben auf und dann warte ich so ungefähr eine Stunde und fange dann mit dem Training an. Aufgewärmt habe ich mich jetzt schon und fange wieder mit Klimmzügen an. Nach dem gleichen Prinzip auch wie letzte Woche, heißt, dass ich 50 Wiederholungen machen will, mit so wenig Sätzen wie möglich.
In der letzten Woche habe ich ja 5 Sätze gemacht, pro Satz 10 Wiederholungen. Heute versuche ich einen Satz weniger zu machen. Den ersten Satz habe ich gerade schon gemacht mit 10 Wiederholungen und ich denke mal, da werde ich auch erstmal bei bleiben, also dass ich den ersten mit 10 Wiederholungen mache, weil das dann gleichzeitig so ein bisschen mein Einführungssatz und halt der erste Arbeitssatz ist und ich sehr ungern bei der ersten Übung direkt im ersten Satz komplett bis zum Muskelversagen gehe. Jetzt versuche ich mal 15 zu schaffen und vielleicht schaffe ich im nächsten auch 15. Dann muss ich im letzten nur noch 10 machen und dann hätte ich einen Satz weniger und trotzdem die 50 Wiederholungen. Aber mal schauen, ob ich jetzt im zweiten Satz überhaupt die 15 Wiederholungen schaffe. Leider lief es gar nicht nach Plan. Im zweiten Satz habe ich 14 Wiederholungen geschafft und im dritten gerade nur noch 11. Dann habe ich jetzt insgesamt 35 Wiederholungen. Im ersten Satz hatte ich ja 10, danach hatte ich 14 und jetzt 11. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt im nächsten Satz keine 15 Wiederholungen schaffen werde. Deswegen werden es vermutlich dann heute auch wieder 5 Sätze. Ich teile das dann einigermaßen gleich auf und werde dann pro Satz 8 Wiederholungen machen. Man hört mich noch, weil draußen gerade gesägt wird. Aber auf jeden Fall, die beiden Sätze liefen gerade nach Plan. Also ich habe in jedem 8, nee Quatsch, ich habe im ersten 8 geschafft und danach hatte ich 7. Ich habe es mir auch ein bisschen schwerer gemacht, weil ich jedes Mal die Arme komplett gestreckt hatte und dann aus dem Stretch mich hochgezogen habe. Im letzten Satz habe ich auch noch 2 mit Hilfe gemacht, also mit den Füßen wieder vom Boden abgedrückt und die Negative schön langsam mitgenommen. Leider habe ich heute auch 5 Sätze gebraucht, damit ich die 50 Wiederholungen schaffe. Aber ist vielleicht auch ein bisschen krass zu erwarten, dass man dann in einer Woche so eine Steigerung hat, dass man auf einmal einen ganzen Satz weniger machen muss. Also von daher auch alles gut. Weiter geht's dann jetzt mit Theba-Rudern. Insgesamt 2 oder höchstens 3 Sätze. Auch natürlich wieder so ungefähr 20 Wiederholungen. Ich werde dann vermutlich für den ersten Arbeitssatz 60 Kilo nehmen. Mache aber vorher noch 2 Einführungssätze. Einmal mit 30 und einmal mit 45. Ich habe gerade für mich herausgefunden, dass die 45 Kilo erstmal reichen, weil die 20 Wiederholungen eben gerade waren schon sehr knapp. Ich merke halt richtig, wie der Muskel es noch gar nicht gewohnt ist, halt in so einem Wiederholungsbereich zu arbeiten. Weil so bis 12 ist noch alles super und zwischen 12 und 15 macht der Muskel auf einmal komplett dicht. Aber egal, das wird jetzt durchgezogen. Also ich mache jetzt noch 2 Sätze, aber mit dem Gewicht, weil wenn ich jetzt höher gehen würde, würde es, denke ich mal, jetzt keinen großen Sinn machen, weil ich dann, weiß nicht, so 15, 16 Wiederholungen mache. Ich will ja aber, wie gesagt, auf die 20 kommen. Ich mache in den letzten beiden Sätzen einfach so viel wie geht. Wenn ich 20 schaffe, wäre natürlich super. Und wenn nicht, dann beim nächsten Mal.
Ganz ehrlich, im zweiten Satz habe ich noch die 20 Wiederholungen geschafft, aber im letzten war es nur noch 15. War definitiv die richtige Entscheidung, erstmal bei 45 Kilo zu bleiben. Eine Übung für Lat mache ich jetzt noch. Beim letzten Mal hat mir das Kurzhantelrudern wieder sehr gefallen, deswegen werde ich davon jetzt noch so, ich denke, zwei Sätze machen. Ich habe das Gewicht auch mal ein bisschen erhöht. Letztes Mal hatte ich 22,5, jetzt habe ich 27,5. Und mal schauen, wie es läuft. Im ersten Satz habe ich die 20 Wiederholungen geschafft. Im zweiten waren es dann wieder 15. Was bei der Übung halt noch unfassbar reinhaut, ist, wenn man das Gewicht oben so kurz eine Sekunde festhält. Finde, dadurch geht man dem Lat nochmal mehr in die Kontraktion rein und fühlt sich einfach viel besser an, als wenn man jetzt das Gewicht einfach nur kurz nach oben zieht. So klar, ab einem gewissen Punkt, wenn der Muskel halt schon recht leer ist und man das Gewicht oben nicht mehr festhalten kann, führe ich die Bewegung auch ein bisschen schneller aus, aber bis dahin versuche ich auf jeden Fall schon, das Gewicht oben mal kurz so festzuhalten. Mit Lat bzw. Rücken wäre ich dann für heute durch. Weiter geht es jetzt mit Arme. Für Arme mache ich aber nur Bizeps, weil ich habe ja Beine und Brust getauscht in der nächsten Woche. Das heißt, ich habe am Montag direkt Brusttraining und dann am Dienstag Beine. Da jetzt heute Samstag ist, habe ich ja dann in zwei Tagen wieder Brusttraining und wenn ich jetzt halt Trizeps trainiere, werde ich das in zwei Tagen noch merken. Vielleicht werde ich dann am Montag den Trizeps nochmal nachholen, aber wenn nicht, ist es auch nicht so das Problem, weil Arme jetzt nicht so meine Schwachstelle ist. Da gucke ich dann spontan, wie es zeitig passt und ob ich da noch Lust drauf habe. Jetzt noch eben schnell zwei Übungen für Bizeps. Als erste Übung einfach alternierende Bizeps-Curls. Da lehne ich mich wieder so ein bisschen nach vorne, sodass ich halt in der Maximalkontraktion den Bizeps noch möglichst stark belaste. Und dann zum Schluss noch zwei Sätze, wieder die Hammer-Curls mit dem Handtuch und den Gewichtsscheiben dran. Ich bin eben gerade wiedergekommen. Ich hatte mich entschieden, nach dem Training noch eine kleine Radtour zu machen, weil das Wetter draußen so gut ist. Deswegen muss ich sagen, bin ich ziemlich froh, dass ich heute mal ein bisschen früher aufgestanden bin, weil sonst am Wochenende schlafe ich immer ganz gerne ja ein bisschen länger. Ich habe auch nach dem Training nichts gegessen, also mich einfach kurz umgezogen, also anderes Oberteil an, weil ich es halt nicht so gut abkam, mit dem verschwitzten Oberteil dann loszufahren. Da hole ich mir dann ganz schnell mal einen weg und da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ich war wie gesagt eine Stunde unterwegs und habe jetzt ziemlich Hunger. Deswegen werde ich mir jetzt die dritte Mahlzeit des heutigen Tages zubereiten. Da gibt es 200 Gramm Nudeln und 250 Gramm Geflügel. Das Geflügel hatte ich leider heute Morgen vergessen rauszuholen.
rauszulegen. Das ist halt jetzt noch tiefgefroren, das habe ich gerade eben erst rausgeholt. Ist aber nicht schlimm, ich halte das Ganze, also die ganze Tüte gleich so ein bisschen unter Wasser, das an den Rändern löst, also das Fleisch von der Tüte. Dann packe ich das in der Pfanne mit Deckel drauf und lasse das dann bei mittlerer Stufe auftauen. Mein Herd hat insgesamt 6 Stufen und ich mache dann anfangs 4. Wenn ich halt merke, dass das Ganze so anfängt so zu brutzeln, dann mache ich das auf Stufe 3 runter und lasse das dann so etwa, ja, so gute 10 Minuten dann auf dieser Stufe so ein bisschen anbraten bzw. auftauen. Die Nudeln lasse ich auch immer 10 Minuten im kochenden Wasser drin und ich teile das Ganze halt so, dass ich, während das Fleisch noch auftaut und die Nudeln kochen, gehe ich duschen. Und sobald ich fertig mit dem Duschen bin, sind in der Regel die Nudeln fertig. Und das Fleisch muss dann halt noch so ein bisschen, aber ist egal, weil die Nudeln kann man so anfangs eh noch nicht essen, weil die zu heiß sind. Ich bereite dann jetzt alles vor, gehe gleich duschen und dann sehen wir uns gleich wieder. In diesem Moment ungefähr stelle ich dann den Herd runter auf Stufe 3 und lasse das dann für, ja, wie gesagt, so etwa 10 Minuten auftauen. So, jetzt habe ich gerade die Nudeln reingeschmissen. Jetzt drehe ich noch kurz das Fleisch um und danach gehe ich duschen. Das Essen ist jetzt fertig. An das Geflügel habe ich einfach ein bisschen Salz, etwas Pfeffer, eine ganz gute Menge an Oregano und zum Schluss noch etwas Sojasauce. Finde ich, schmeckt extrem lecker. An die Nudeln habe ich einfach nur ein bisschen Öl dran gemacht. Normalerweise nehme ich immer Olivenöl. Das habe ich aber die letzten 2 Jahre so oft gegessen. Deswegen habe ich jetzt einfach ganz normales Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Ist das, keine Ahnung, irgendeins von den beiden. Als Getränk natürlich wieder ein Malzbier. Natürlich alkoholfrei für alle, die neu dabei sind. Steht auch hier unten drauf, falls man es erkennt. Genau, das Ganze esse ich jetzt auf. Ich werde auch hier drinnen sitzen, weil ich habe halt ziemlich Pollenallergie und ich habe es gerade schon beim Duschen gemerkt, dass die Nase langsam so ein bisschen anfängt zu kribbeln, die Augen jucken. Und wenn ich mich jetzt mit nassen Haaren raussetze, dann wird das heute Abend nicht gut enden. Genau, ich will jetzt auch gar nicht mehr großartig was erzählen, weil ich ziemlich Hunger habe. Ich esse das Ganze jetzt auf und dann geht's gleich weiter. Super. Das Essen habe ich gleich geschafft. Geflügel ist schon komplett leer. Nur Nudeln sind halt noch ein paar über, aber ja, das dauert jetzt nicht mehr so lange. Also auf einer Sättigungsskala von 1 bis 10 würde ich sagen, bin ich schon auf einer stabilen 8. Also schon ziemlich satt, aber nicht übersättigt. Und ich war auch diesmal ziemlich schnell. Ich habe jetzt knapp eine Viertelstunde gebraucht. Normalerweise brauche ich für so etwas größere Mahlzeiten immer ein bisschen länger. Aber ich hatte, wie gesagt, ziemlich Hunger. Wahrscheinlich war ich deswegen ein bisschen schneller. Eine Mahlzeit steht dann noch für später aus, aber ich werde vermutlich so, ja, mindestens 3 Stunden Pause dazwischen haben, weil mich das auf jeden Fall noch über einen längeren Zeitraum erstmal sättigen wird. Denke, in den 3 Stunden werde ich erstmal versuchen, das meiste zu bearbeiten, was ich bis jetzt aufgenommen habe. Und dann sehen wir uns gleich zur letzten Mahlzeit des heutigen Tages wieder. Jetzt steht nur noch die letzte Mahlzeit des heutigen Tages an. Da gibt es gleich eine Thunfischpizza. Dann nehme ich wieder die vegane Margarita, kipp da eine Dose Thunfisch drüber, etwas Öl, 2 Scheiben Käse, etwas Petersilie und Basilikum. Die Pizza ist gerade noch im Ofen, aber sollte so in 5 Minuten ungefähr fertig sein. Vielleicht esse ich danach dann noch ein bisschen was von dem Eis, was ich mir heute gekauft habe. Je nachdem, ob ich dann gleich nach der Pizza komplett gesättigt bin. Aber vermutlich eher nicht, weil von den Tiefkühlpizzen bin ich eigentlich nach einer Pizza nie so wirklich satt. Vor allem nicht in der Aufbauphase. Im Großen und Ganzen bin ich auch mit der Ernährung von heute zufrieden. Ich weiß es gerade noch nicht, wie viel Kalorien ich über den Tag zu mir genommen habe. Das gleiche zählt natürlich auch für Kohlenhydrate und Proteine. Die Fette gleichzeitig ich übrigens nicht mit auf, weil für mich ist das Wichtige wirklich nur Proteine und Kohlenhydrate. Die Fette spiegeln sich dann eh so ein bisschen in den Kalorien wieder. Da blende ich gleich, wie gesagt, alles zum Schluss ein. Gut, dann gibt es jetzt eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Weiter geht es dann, wenn alles gut läuft, am Dienstag wieder mit dem Brusttraining. Also das Video erscheint am Dienstag. Ich werde halt am Montag trainieren. Wenn ihr Bock habt, seid auch wieder gerne mit dabei. Würde mich sehr freuen. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt für heute. Bedanke mich noch bei jedem fürs Zuschauen. Bleibt gesund und haut rein.